Zurück zum Mazda Raceway Laguna Seca in Kalifornien mit seiner berüchtigten Korkenzieherkurve. Eine der herausragendsten Schikanen weltweit. Oh, 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 schon wieder die Strecke. Aber wir bleiben in Amerika. Da oben ist sogar Rolex-Werbung. Okay. Ist mir jetzt auch noch nicht aufgefallen. Mal gucken, ob wir diesmal den Korkenzieher gut fahren. Ansonsten bin ich ja meistens, glaube ich, immer ein bisschen komisch gefahren. Oh, ein Verfolgungsjagd-Event. Na dann. So, wie viele Plätze sind's? Guck mal, der guckt auch wieder so leicht nach rechts rüber. Ist schon nicht normal, dass das so links ist. Oh, ich fahre hier gleich in den Sand rein. So, drei Plätze. Beziehungsweise, ne, zwei Plätze. Ich bin ja der dritte. Kann mich ja nicht selbst überholen. So, da vorne ist schon einer. Wie viele Runden haben wir? Zwei Stück. Ja, das geht ja. So, Alter, hier fast hier. Na komm, ich will hier ohne Crash machen. Gibt's ja gar nicht. Bin fast hinten reingefahren und dann mache ich so einen Rotz. So, wahrscheinlich Platz Nummer 1. Sieht man den hier irgendwo? Weiß ich es nicht genau. Hier sieht man der Zweier. Oh, der Blaue da vorne. Ich glaube vielleicht Platz 1 sogar. Kann es sein, wer der überholt hat? Ne, dann tun wir untereinander auch geholen. Okay. Nicht auch mal lustig. So, ah, der zieht da einmal durch. Gehen wir da hinterher. Lass uns von dem nicht abhängen. So, oh, hier einmal schön. Und Platz Nummer 2 überholt. Was ich frage, wo ist Platz Nummer 1? In welchem Auto fahrt der? So, der Rot ist schon mal nicht. Come on, ohne Crash. Oh, na, come on, jetzt meint er nicht noch ein zweites Mal. So, wo ist denn der? Ist er nicht. Der Blaue ist es wohl auch nicht. Der Silberne ganz da vorne auch nicht. So, Alter. Perfektes Überholen und danach ein Crash. Alter, warum rutscht der so? Was geht denn bei dem ab? So, ich denke, der Rote da vorne. Das müsste sein. Sieht meine Karre aus. Geht eigentlich noch. Aber ist jetzt nur so ein leichter Crash. Oh, der Rote, der flitzt richtig weg und überholt alles. Alter, wie will ich den noch bekommen? Der ist schon noch ein Stückchen weg. Obwohl, jetzt ist schon plötzlich nah dran. Oh, wo ist er? Ah, da schlängelt er sich durch. Ein Fiat 500. Ach, komm mal. Einmal zurückspulen. So ein bisschen lange durch den Sand. So, ja, jetzt könnt's mal. Ja, hier, okay. So weit wollte ich auch nicht zurück. Jetzt gehe ich trotzdem hier in den Sand raus. Gibt's ja gar nicht. Ich bremse auch irgendwie immer viel zu spät an der Kurve. So geht's doch. So, mein Kollege. Mal gucken, wie er den Korkenzieher fährt. Mal gucken, wie ich ihn fahre. Einmal hier, einmal da. Und alle einmal berührt.
Irgendwie rutscht der schon ziemlich schnell, habe ich das Gefühl. Hier die Karre. So, Alter, was ist hier? Einmal eine Versammlung. Alter, die Kurve hier irgendwie. Die hat es auch irgendwie in sich. Aber mit einem guten Vorsprung gehen wir da ins Ziel rein. So, war aber doch ein bisschen knapp. Ich meine, bei dem Korkenzieher ja schon den letzten überholt. Ist schon, ja, ein bisschen eng. Unsere Karre sieht eigentlich auch noch relativ gut aus. Ja, okay, hier ein bisschen ein paar Kratzerchen. So, und ein paar Pünktchen. Okay, da hinten ist auch noch eine Scheibe gesprungen. So, und wir gehen zum nächsten Rennen. Immer noch in der USA oder geht's irgendwo weiter? Es geht zurück auf die Straßen von Le Mans, zur heutigen Veranstaltung auf dem Circuit de la Sarthe. Nach Frankreich, so, so. Eigentlich auch eine ganz nette Strecke, obwohl, ja, da sind auch so zwei, drei Kurven, die mag ich nicht so. Gerade da die eine Kehre da und ich glaube kurz vorm Ziel ist, ich glaube auch noch was. Die verkacke ich immer so ein bisschen. Da die ganz links unten und einmal rechts oben da. Gerade da die Eckenkurven da. Sind nicht so meins. Ein Entscheidungsrennen. Die Kamera, die schwenkt immer wieder nach rechts so ein bisschen. Keine Ahnung warum. Ich jetzt hier. Ich weiß nicht, was da los ist. Kein Plan. Da ist mein Controller schon kaputt. Wäre natürlich nicht so freudig. So, kleiner Rentler. Noch mal ein Rentler. Hallo. Bin ich hier Ping-Pong oder was? Guck mal, wie der rutscht. Ah, ich bremse natürlich so geil auf dem Sand, dass ich einfach mal stehen bleib. So, hallo, Alter, ist das im Gedrängel hier? Oh, boah, der eine hat pinke Felgen. Boah, geil, ich will auch. Ja, genau. Meine ganzen Rücklichter kaputt. Also eigentlich könnte ich schon mal wagen, ein bisschen mit dem Wagen zu driften. Wagen mit dem Wagen zu driften, ist jetzt ja auch mal geil an. Weil der immer so schnell rutscht. Sagen wir vielleicht mal in der letzten Runde mal. So, wir holen ein bisschen weiter aus. Haben wir eigentlich auch keinen Platz verloren oder so. Im Gegenteil, wir fahren sogar noch weg von denen. So, einmal bremsen. Und dann ist die Kurve auch kein Problem. Hallo? Haben auch ganz schön gebremst. Hab schon gedacht, ich fahre den hinten rein. Oh, ja. Ah, komm mal. Er kommt einmal so ein kleines bisschen hier nur auf die Wiese. Und schon bremst die übelst ab, hey. Das geht ja mal gar nicht. Deshalb hier schön wegbleiben. So, hier auch eine meiner Lieblingskurven. Jetzt einmal hier schön beschleunigen, auch wenn der Wagen jetzt nicht so eine tolle Beschleunigung hat.
Aber alle anderen auch nicht. Bin mal gespannt, was in der nächsten Kategorie kommt. Was da für Autos kommen. So, einmal links herum, einmal rechts herum. Oh, der da vorne hat, glaube ich, die gleiche Lackierung wie ich drauf. Auch das GPS. Geht. Ich komme halt aus den Drifts immer nur so ein bisschen komisch raus, habe ich das Gefühl. Deshalb drifte ich eigentlich in dem Spiel noch nicht so gerne. Außer man muss es halt vielleicht auch richtig üben oder so. Weiß ich nicht. Oh, die ziehen wir gerade so ein bisschen davon, merke ich gerade. Wir haben schon hier einen Abstand. So, und hinter mir, geht so. Von einem guten Abstand kann man da auch nicht reden. Aber die da vorne, hallo? Was geht bei denen ab? So, wieder ein bisschen über die Wiese. Ja, hier bremst er auch ab. Okay. Aber der kommt hier nicht vorbei. Gold will ich schon eigentlich haben. Das heißt, wenn man zu weit rauskommt, egal ob man riesig oder nicht, dann bremst halt so ein bisschen. Hallo. Kannst du auch normal überholen, du Idiot. Dann mache ich das halt auch mal so hier mit Gerempel. Die gibt's ja gar nicht. Voll der Agro-Typi hier. So, sind die alle noch dicht? Hallo? Wo ist Platz 1 und 2 hin? Einfach mal weg. Super. So, das war auch wieder zu weit. Na komm, schwur mal zurück. Okay, ich lass mich doch von dem hier nicht überholen. Gibt's doch gar nicht. Ja, schaffe ich das da? Na, der kommt vorbei. Den überholen wir aber auch noch. Den kriegen wir schon nochmal. Noch ein bisschen was zu tun, weil Platz 1 und 2 sind ja schon ein bisschen weit weg. Jetzt komm, weg da. Ist nicht vorbei. Oh je. Ja, der Schaden, den merkt man auch schön. So, wir fahren der. Ich höre ihn, aber ich sehe ihn nicht. Uiui. Der wackelt ein bisschen rum, wenn man bremst. Weiß gar nicht, was ist alles kaputt gegangen? Irgendwas gab vorne rechts mit Bremse und Federung und so, glaub. Ist natürlich immer ein bisschen blöd. Vorne rechts, hier ist rechts. Ja. Naja, egal. Das kriegen wir schon noch irgendwie hier zu Ende. Wie sieht's aus? Ja, noch schön hinten. Halbe Sekunde Vorsprung. So. Ich wollte gerade sagen, was soll die 7 hier? Aber das war, glaube ich, die Driftpunkte. So, noch zu. Ah, hallo! Was machst du? Weg da! Schon mein Platz. Gibt's ja gar nicht. Jetzt alle hier auf dem Platz 3 geiern. Aber das ist meiner. So, das Auto sieht aus wie neu. Das kann man noch wie neu verkaufen. Also wird keinem auffallen. Alter. Alles kaputt. Aber noch alles dran. Ist nichts weggeflogen. Stoßstange so, haltet alles noch.
Und von hinten sieht er auch noch wirklich perfekt aus. Kann man sich doch nicht beklagen. So, ja, sieht doch ganz nett aus, das Design. So, wo geht's hin?